Ein wenig wird Ihnen das Herz schon gepocht haben, als die EVR-Spieler den Regensburger Kletterwald in Sinzing betreten haben. Auf ungewohntem Terrain wagten sich die Spieler in luftige Höhen. Schwindelfrei zu sein, fast eine notwendige Voraussetzung. Bist du schwindelfrei? Ja, sollte man bei den Übungen. Ich glaube, ich sollte man schwindelfrei sein, aber ich bin schwindelfrei. Ich habe früher schon am Dach was gearbeitet. Daher bin ich das gewohnt. Teambuilding nennt man so etwas. Zu Deutsch, der Mannschaftsgeist soll durch gemeinsame Aktivitäten außerhalb des gewohnten Umfelds gestärkt werden. Na Sven, macht Spaß? Ja, ist gigantisch. Ja, macht Spaß. Wie wichtig sind solche Sachen vor einer Saison, um mal was abseits vom Eis zu machen? Ja, die sind immer mal wichtig und wenn du jetzt noch lange fragst, falle ich wahrscheinlich runter. Das ist schwer. Ist es anstrengend, anstrengender als Eishockey spielen? Nein. Leichter? Ja, ist was ganz was anderes. Das gilt für Sven Gericke und sein Team auch in der neuen Liga. Nach dem Aufstieg in die Bayernliga will der EVR dort natürlich nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Schließlich soll der Weg ja weiter nach oben führen. So gesehen war der gestrige Tag richtig symbolisch. Selbstverständlich, wir versuchen natürlich, dass wir weit vor alle anderen Teams sind, weil wir den ganzen Sommer hart dafür gearbeitet haben. Und das ist also ein kleiner Wegweiser jetzt. Auf dass dem EVR möglichst viele Punkte ins Netz gehen, denn dann bleibt die Stimmung so gut wie gestern.